In der heutigen Episode, in der Folge 84, geht es darum, ob ein Feuerwehrmann benötigt wird in einer Zahnarztpraxis und ob dieser gleich Chef sein muss und ob der Chef auch ein Feuerwehrmann sein muss und in welchen Situationen man einen Feuerwehrmann oder die Eigenschaften eines Feuerwehrmannes dann doch braucht. Viel Spaß beim Reinhören. Hallo liebe Leute, heute freue ich mich wieder ganz besonders Gast zu sein bei Opti Health Consulting, bei dem Christian Henrici, der einen tollen Podcast Küste und Kiez macht, schon seit vielen, vielen Monaten und Jahren erfolgreich ist im Bereich Podcast. Und wir haben uns zusammengetan für einige Folgen, um dort spannende Themen aus dem Bereich Management, Marketing, Leadership, Führungsstruktur und so weiter, alles, was uns einfällt in unseren Gesprächen, einmal mit euch zu teilen. Und da kommt heute wieder die nächste Folge dazu. Also ich freue mich, dass du dabei bist. Und jetzt hörst du dir gerne an und sei dabei. You're listening to Dr. Baxman's Lean Orthodontics. Simply everything that makes you even more successful in orthodontics and practice management. Dr. Baxman is a speaker, Amazon bestseller author, and multi-entrepreneur. Now he takes all that knowledge and brings it to you in one podcast. This is Dr. Baxman's Lean Orthodontics. Ja, herzlich willkommen heute in Folge 84 mit meinem neuen Gast, Dr. Martin Baxmann. Und mit dem mache ich insgesamt 10 Episoden. Und alle 10 Episoden haben wir schon definiert. Und es wird wahnsinnig spannend. Lieber Martin, sei herzlich begrüßt bei uns in der Küste- und Kiez-Community. Hi, liebe Leute, schön, dass ich dabei sein kann. Danke dir erstmal, Christian, dafür, dass ja, du dich bereit erklärt hast, dass wir hier so ein bisschen darüber reden, wie man auch aus unternehmerischer Seite und vielleicht auch manchmal auch ein bisschen aus kieferorthopädischer Seite, zumindest aus meiner vielleicht speziellen Sichtweise, so ein paar Themen angehen kann. Und da freue ich mich total drauf, denn ich finde einen Podcast super und ich glaube, du auch zu Hause, wenn du dir das jetzt gerade anhörst, sonst wärst du nicht hier. Ja, dann legen wir mal los, würde ich sagen. Ja, schön, dass du da bist. Erzähl doch nochmal zwei, drei Punkte zu dir. Wer bist du? Wo kommst du her? So ein bisschen, dass wir uns mit dir, ich sag mal so mental, so ein bisschen anfreunden können. Woher kommt deine Expertise? Was hast du gemacht? Einfach nur mal so ein paar Brief Points. Wir lernen dich ja in den nächsten 10 Folgen besser kennen, aber nur einfach mal so zum Start ein paar Punkte. Ja, ich fange mit dem klassischen Teil einmal an. Ich bin von Haus aus eigentlich Kieferorthopäde und habe dort mittlerweile 5 Praxen und ein Labor aufgebaut in den letzten circa 15 Jahren etwa und habe so dadurch, sag ich mal, immer eine gewisse Liebe gehabt dafür, Dinge zu skalieren, Dinge zu entwickeln, effizient zu sein, sehr, sehr gute Leistungen dort auch zu erbringen. Und das hat dann zu vielen Dingen, die ich dann quasi jetzt noch zusätzlich mache, letzten Endes geführt, nämlich das Thema Unterrichten, Schulen, sei es mittlerweile universitär oder auf privaten Veranstaltungen, aber auch das Thema Bücher schreiben, Podcast geben, also alles, wo man anderen etwas quasi mitteilen kann über die Tätigkeit, die durchgeführt wird. Das habe ich jetzt quasi gemacht und da gehen wir sicherlich im Laufe der weiteren Podcasts nochmal genauer drauf ein. Habe eine sehr unternehmerische und prozessorientierte Sichtweise auf unsere Tätigkeit, von der ich festgestellt habe, dass die nicht jeder so hat. Und dazu vielleicht als kleine Anekdote, wie es dazu gekommen. Im Prinzip bin ich dazu von meinen Eltern schon als kleiner Junge gezwungen worden, wenn man so will. Die hatten das gleiche Problem, was viele heute haben, wenn sie irgendwelche technischen Geräte hatten oder so. Die haben sich nie mit irgendwelchen Bedienungsanleitungen auseinandergesetzt. Und da habe ich schon als ganz kleiner Junge angefangen, quasi die Bedienungsanleitung neu zu schreiben für meine Eltern und für meine Familie mit Bildern und allem, was dazugehört, sodass die dann auf einen Blick verstanden hatten, wie das läuft mit dem Fernseher oder sonst irgendeinem Gerät oder dem Tuner. Und ja, und später habe ich dann im Prinzip das gleiche in Grün gemacht, dass ich Anleitungen für Praxen geschrieben habe und jetzt, wie gesagt, im Bereich Schulung, Coaching und so weiter, das auch entsprechend vermittelt. Okay, cool. Welcher Jahrgang bist du, Martin? Ich bin Jahrgang 75, Okay. aber ich sehe viel jünger aus, das weiß ich. Ja, das stimmt. Das stimmt. Martin, ich freue mich auf jeden Fall wahnsinnig, dass du dabei bist, denn du hast ein ungeheures Wissen und dass du dich auch bereit erklärt hast, dieses Wissen hier in sozusagen 15-Minuten-Takten mit unserer Hörerschaft zu teilen. Das erste Thema, das du mitgebracht hast, stell das mal vor und lass uns dann drüber diskutieren.
Also eine Sache, die ich ganz häufig in Gesprächen mit Kollegen feststelle, ist das Thema, wir sind keine Zahnärzte, wir sind Feuerwehrmänner oder Feuerwehrfrauen. Und das ist tatsächlich etwas, was uns natürlich in unserer eigenen Entwicklung und auch ganz oft in der Entwicklung unserer Praxen ganz, ganz stark behindert. Ganz konkret bedeutet das ja nichts anderes, dass wir quasi zu jedem Brandherd immer wieder ad hoc gerufen werden, dass wir ständig im Notfallmodus sind und sag ich mal, dass die wirklich langfristig strategischen Aufgaben, die wir auch haben als Unternehmer oder als Praxisführer, Praxisleitung, die wir in der Regel ja auch sind, dort ganz, ganz gerne auf der Strecke bleiben, nach hinten geschoben werden, weil es gibt immer irgendwas plötzlich anscheinend Dringenderes, was uns daran hindert, wirklich eine vernünftige Basis, ein Fundament mal zu legen für ein Szenario, sage ich mal, das genau diese Feuerstellen gar nicht mehr aufkommen lässt, zumindest nicht in dem Maße. Und finde ich, ist es einmal ganz wichtig, erstmal vom Gedanken her, vom Mindset her, einmal sich darauf einzustellen, ist es überhaupt mein Job? Und da kommen jetzt eigentlich ganz, ganz viele Stichworte, kann man da reinbringen. Sag ich mal, Rollenverteilung in der Praxis. Was ist überhaupt meine Expertise? Was möchte ich überhaupt tun als Inhaber? Wo sind meine Stärken? Wo sind meine Schwächen? Was muss ich tun? Was ist zwingend meine Aufgabe? Was kann niemand für mich tun? Und so weiter und so fort. Und gerade dieses Feuerwehr-Dasein, Feuerwehrmann-Frau-Dasein führt ganz oft dazu, dass wir irgendwelche Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter in unserem Team haben, die dann letzten Endes uns selber als Arzt, als Zahnarzt, als Praxisinhaber quasi vorgeben, was wir als nächstes zu tun haben, wo wir uns drum zu kümmern haben. Das heißt, die schieben uns quasi rum. Das mag für manche manchmal auch irgendwie bequem sein, weil sie dann nicht selbst denken müssen, Entscheidungen treffen müssen. Aber am Ende des Tages ist dann die Frage, wem gehört eigentlich die Praxis? Wer möchte sie führen und nach wessen Gusto soll sie überhaupt Leistung erbringen? Und ja, das war der Grund, warum ich dieses Stichwort hier einmal gegeben habe, denn du hast ja auch mega, mega viel Erfahrung in dem Bereich durch die ganzen Leute, mit denen du zusammenarbeitest, nicht nur deine Podcast-Partner und so weiter. Und ich glaube, wenn wir uns da ein bisschen die Bälle hin und her spielen, können wir da vielleicht den einen oder anderen spannenden Punkt dann auch wirklich für den Hörer dann zu Hause dann mitgeben. Ja, ich glaube, das ist ein guter Punkt, über den wir mal besprechen sollten. Ich versuche den mal so ein bisschen für mich einzuordnen. Und zwar, schlussendlich ist ja jemand da, dem das Unternehmen Zahnarztpraxis gehört und der auch die Verantwortung für das Wohlbefinden der Patienten, der Mitarbeiter, aber auch für die finanziellen Kennziffern hat. Ja? Da stellt sich die Frage, wenn Probleme auftauchen, unvorhersehbare Probleme, also nicht welche, die man schon definiert hat, denn die man definiert hat, die sind ja normalerweise in den tagtäglichen Prozessen schon irgendwie immer erwartet und sind ja auch irgendwie sozusagen auch schon adressiert. Ne? Also beispielsweise Terminausfall, ne? Beispielsweise Mitarbeiterkrank. Das heißt, diese ganze Normalität an Unvorhergesehenen, die man kennt, die, glaube ich, kriegt man gut definiert und auch weggearbeitet. Die Dinge, die unvorhergesehen und nicht definiert sind. Ich glaube, das ist sozusagen, wenn man so ein bisschen eine Eisenhower-Matrix aufbaut, das sind so diese Sachen, wo ich sage, da braucht man wirklich so ein bisschen Attribute eines Feuerwehrmanns. Man muss die Situation schnell erkennen, also erstmal überhaupt feststellen, dass es die gibt. Dann muss man sie gut bewerten können, ja, und dann muss man auch noch sie gut exekutieren können. Das heißt, ich finde den Begriff der Feuerwehr, den hast du ganz, ganz toll ausgewählt, weil ich glaube, es gibt einen Einsatzbereich für einen Feuerwehrmann. Was ich nicht glaube, ist, dass der Feuerwehrmann, wenn man jetzt, sagen wir mal, sagt, es gibt Probleme, die sind bekannt, brauche ich dafür einen Feuerwehrmann? Auf gar keinen Fall. Ne? Denn das muss ich definieren, das muss ich in meinen Prozessen, in meinem QM absolut im Griff haben. Brauche ich das für einen ganz normalen Ablauf? Brauche ich auch keinen Feuerwehrmann. Aber für diesen einen blinden Spot, unerwartet, undefiniert, außergewöhnlich, wenn man so will, da brauche ich meines Erachtens zumindest die Attribute eines Feuerwehrmanns. Und die stellen sich auf diesen drei Sachen zusammen. Nochmal, ich erkenne es, ich kann es einordnen, bewerten und ich kann es beheben. Ich habe Problemlösungsfähigkeiten, Kompetenzen. Bin ich einerseits bei dir, andererseits sehe ich in der Realität,
Nerven vieler Praxen, da aber auch tatsächlich ganz andere Punkte. Also ich würde jetzt mal zwei Dinge nochmal unterscheiden. Mhm. Wir sind jetzt ganz klar bei dem Feuerwehrmann oder Feuerwehrfrau. Ich werde mich mal auf eine Form jetzt begrenzen. Hier. Das andere sind aber zum Beispiel, was du gesagt hast, was ja eigentlich, du sagst es so, ja, sollte ja klar sein, sollte ja im QM drin sein und so weiter. Das sind quasi die Brandschutzmaßnahmen, die man vorher schon mal getroffen hat, 100%. Damit es gar nicht erstmal dazu kommt. Das, was ich ganz häufig sehe in Praxen oder immer wieder feststelle, ist, dass, sage ich mal, beide Fähigkeiten begrenzt trainiert sind. Nämlich einmal die des Feuerwehrmannes, die werden quasi zwar immer wieder eingefordert, weil die Brandschutzmaßnahmen vielleicht nicht ausreichend da sind und sodass, sage ich mal, Brände oder kleine lodernde Rauchwolken oder manchmal ist es auch gar nichts, manchmal ist es nur eine heiße Herdplatte und sonst gar nichts, weil man gerade was kochen will und schon hat jemand Angst, es könnte brennen und ruft den Feuerwehrmann, sorgt dafür, dass wir dort viel zu oft in irgendwelche Nebentätigkeiten reingezogen werden. Und gerade was du gesagt hast, so die klassischen einfachen Dinge, so jemand ist krank oder irgendwas, das sind genau die Probleme, die ich ganz häufig sehe, dass dort der Feuerwehrmann aktiviert wird, wo er gar nicht sein sollte. Denn 100%. Im Prinzip ist es da so ein bisschen so ein Problem, was ich ganz, ganz häufig sehe, ist, dass nicht mit den vorhandenen Ressourcen genug gearbeitet wird. Was meine ich damit ganz konkret? Mit den vorhandenen Ressourcen bedeutet, kommt jemand zu mir zum Coaching zum Beispiel und sagt dann ich kann dies und mal das nicht machen und mir fehlen Leute und dann ist dauernd jemand krank. Ich kann dauernd nicht machen, was ich will. So, das Problem, was ich dabei sehe, ist, dass wir vielleicht einmal mit dem arbeiten müssen, was wir haben. Sprich, wir müssen uns immer die Ressourcen anschauen, die wir haben. Wir haben jetzt keine 5 Mitarbeiter, sondern 3 oder keine 15, sondern 3 oder auf irgendeine Größe bezogen. Wir haben halt nicht die Anzahl der Mitarbeiter und dann müssen wir von diesem Punkt aus arbeiten und nicht von einem Szenario, das ein Wünsch dir was wäre. Wir haben ja, meine angestellte Ärztin hat gekündigt, jetzt können wir dies und das jenes nicht machen. Wenn ich sie aber hätte, würde ich das jetzt tun. Ja, wir sind jetzt ganz viel im Konjunktiv. So, das ist das eine, was ich dort einmal meine. Das zweite ist, was an Brandschutzmaßnahmen da ist, was ist überhaupt meine Rollenbeschreibung? Viele kennen den Begriff Rollenbeschreibung in dem Sinne gar nicht, sondern die kennen Arbeitsbeschreibung, die kennen Tätigkeitsbeschreibung, die kennen Stellenbeschreibung. Was für mich aber noch ein Unterschied ist, das sind wir sicherlich an anderer Stelle auch nochmal irgendwo ein bisschen tiefer drin. Was ganz oft fehlt, wenn ich mir so Praxen anschaue, ist die Tätigkeitsbeschreibung, die Rollenbeschreibung des Inhabers. Was ist sein konkreter Job? Was ist nicht sein oder ihr Job? Und genau da kommen wir genau an den Punkt, denn sag ich mal, je größer das Team am Ende des Tages irgendwo wird, desto besser kann man auch die Aufgabe von Feuerwehrleuten an andere vielleicht auch weitergeben, die dann schon vorgefertigte Lösungen bekommen. Wie du sagst, wir wissen, was hauptsächlich an Problemen auftritt. Die können wir antizipieren, die können wir vorbereiten. Wir können Maßnahmen entsprechend dafür auch wieder machen. So wie die Feuerwehr, wenn du sie rufst, die haben ein ganz konkretes Protokoll. Wenn man da mal anruft, da wird es an der Leitstelle aufgenommen. Dann wirst du durch einen bestimmten Prozess geführt, damit die alle Informationen haben, auch mit einem Gegenüber, das vielleicht aufgeregt und vielleicht nicht rational gerade denkt. Das ist ja genau die Situation, die wir haben. Das als ein Punkt einmal. Das andere, gebe ich dir aber vollkommen auch recht, am Ende des Tages für die ganz großen Probleme muss der Inhaber höchstpersönlich selbst verantwortlich sein und diese Verantwortung dann auch wahrnehmen. Das ist ein anderes Problem, was ich wiederum sehe. Dass nämlich viele Inhaber, die sind so in diesem Micromanagement, also diese ganz kleinen Feuer, ja, das sind die super, die rennen überall hin, treten jedes Mini-Feuer aus. Aber wenn es da mal richtig brennt, dann geraten sie in Schockstarre, weil sie darauf selber jetzt auch emotional nicht vorbereitet sind, dass sie vielleicht auch mal eine existenzielle Krise durchleben müssen und mit 2, 3 Entscheidungen oder mit einer Infrastruktur, die man vorgeschaffen hat, dann lösen können. Das soll jetzt gar nicht so sein, dass ich meine, okay, das kann jetzt keiner oder so, ich sehe überall, dass das keiner kann und irgendwas. So ist das gar nicht gemeint. Aber hier finde ich, ist es unheimlich hilfreich für einen wirklich einen ruhigen, entspannten und einen sicheren Praxisablauf, dass man diese beiden Dinge unterscheidet. Muss ich echt jedes kleine, blöde Feuer, ich hätte jetzt beinahe ein Wort gesagt, ich weiß nicht, ob man das bei dir rauspiepst oder so, muss man das jedes Mal austreten oder sollte ich einfach nicht dafür Maßnahmen ergreifen, Leute festlegen und meine eigene Expertise auf die großen Feuer begrenzen? 2 Punkte dazu. Der erste Punkt ist, das Protokoll, das du angesprochen hast,
gemeinhin als QM bekannt oder also Tasks oder sozusagen Aufgaben, Checklisten und so weiter. Das muss man dazu sagen, und wir haben ja viele Praxisgründer und Gründerinnen, die hier zuhören. Das ist ja auch nicht so, dass es vom ersten Tag an da ist und dass man sich so ein Haufe-Buch kauft und das hinstellt und da ist alles beschrieben. Ich glaube, man kann irgendwo anfangen. Man hat da gewisse Vorlagen. Wir machen sowas ja auch. Aber ich glaube, dann ist der Punkt, dass man das mit der Zeit immer ja lebend erweitert, dass man das rollierend so weit aufbaut, dass man immer mehr von den Erfahrungen, die man macht, von der persönlichen Situation, von der Praxissituation damit einbringt und das immer vollständiger macht. Das heißt, ich glaube, viele kleine Probleme führen dazu, wenn man es konsequent mit einem sauberen Fehlermanagement bearbeitet, dass die am Ende des Tages sozusagen einem immer nur besser machen und dieses sozusagen dieses Handbook einfach voll vervollständigen können. Dann der zweite Punkt ist die Skills des Feuerwehrmanns. Und du hast das kurz touchiert. Und da möchte ich einfach mal so ein kleines persönliches Beispiel anführen, was jeder vielleicht mal für sich probieren kann oder was jeder vielleicht schon mal erlebt hat. Wenn mal so ein Feueralarm ist, was jeder vielleicht schon mal im Flughafen oder öffentlichen Gebäude oder auch vielleicht im Büro so als Übung erlebt hat. Oder vielleicht nur nicht mehr Feueralarm, weil das vielleicht dann doch so ein bisschen zu selten ist, sondern etwas, wo man so ein bisschen in Panik kommt. Ne, vielleicht irgendetwas in Bezug auf die Kinder oder so. Irgendjemand ist gestürzt und man läuft da sofort hin. Ich stelle immer wieder fest, sowohl bei mir persönlich als auch bei ganz, ganz vielen in meiner Umgebung, dass man dann schlicht nicht mehr weiß, was man tun soll. Dass man dann noch nicht mal 112 im Handy eintippen kann, weil man das nicht entsperrt bekommt. Dass man rausläuft, das Kind fällt oder stürzt irgendwo hin. Man sieht es aus dem Küchenfenster, man läuft, man lässt alles fallen und läuft hin. Ja, ich glaube, diese Situation, vielleicht hat jeder für sich das so eine Situation gehabt. Ich habe Situationen gehabt, wo man auf einmal rausläuft beim Feueralarm, weil wirklich was ist. Und wenn man draußen ist, fällt einem ein, ach du Scheiße, das Kind macht ja noch Hausaufgaben im Zimmer. Ne? Oder jetzt habe ich den zusätzlich auch noch den Herd angelassen. Oder dies oder jenes und so weiter. Ich glaube, diese Nervenstärke eines Feuerwehrmanns oder dass man in diesem Moment seine 4, 5 Sinne zusammen hat und dann vernünftig reagieren kann, das ist brutal hartes Training. Das dauert ewig, ist auch nicht jeder für gemacht. Aber ich glaube, so ein bisschen, und das jetzt auf die unternehmerische Ebene bezogen, kann man das vielleicht sagen, dass man sehr ernsthafte Gespräche hat, wo einem etwas gesagt wird und man hat so eine, ja, Reaktionspanne, ne? Oder man weiß gar nicht, wie man darauf reagieren kann. Vielleicht ist das noch am ähnlichsten zum Feuerwehrmann in der Zahnarztpraxis, der oder diejenige dann sozusagen reagieren soll. Die wissen nicht, wie man reagiert und was ist da der beste Umgang. Und da sehe ich häufig, dass der beste Umgang ist, als Feuerwehrmann im Unternehmen einfach erstmal gar nichts zu machen, erstmal drüber nachzudenken, erstmal einen Moment in sich zu kehren, zu überlegen, okay, was ist jetzt der absolut bestmögliche und schlauste Schritt? Ja, und diese Sekunde kann nachher eine halbe Stunde, Stunde und noch sehr, sehr viel mehr Zeitgewinn bringen, als wenn man hektisch da in die Situation reinstürzt. Lieber Martin, wenn du nichts noch zu ergänzen hast, würde ich fast diese Folge beenden. Aber vielleicht hast du ja noch einen Punkt, den wir da noch mal ran, ich finde dein Beispiel total klasse, was du gerade hast, und das gibt dann auch wirklich zu denken, weil manche Dinge kann man einfach nicht trainieren, und deshalb ist auch ein Feuerwehrmann und ein Zahnarzt, weil wir halt in unserem Bereich, sag ich mal, sehr, sehr stark sind und hoffentlich nicht pausenlos wirklich die schlimmsten Feuereinsätze haben. Aber ich möchte genau auf den Punkt, den du gesagt hast, möchte ich 2 kleine Punkte ergänzen, vielleicht als echtes Takeaway direkt. Das eine ist, sag ich mal, ist sehr schwer umzusetzen, ist aber etwas, was wichtig ist. Was du sagst, weg von Perfektionismus in dem Bereich. Wenn die Herdplatte noch an ist und das Feuer ist sowieso schon da und die Rauchschwaden ziehen überall, ist es vollkommen egal.
Das heißt, wir sind hier wieder klassisch irgendwie beim Pareto-Prinzip oder bei der Nicht-Perfektion, die Entscheidung treffen nach bestem Wissen und Gewissen, das in dem Moment verfügbar ist, ist die beste Möglichkeit der Entscheidung, die wir treffen können. Wir können keine perfekte Entscheidung treffen. Und wenn ein echter Brand besteht, dann wird auch irgendwas dabei kaputt gehen. Dann wird es nicht ein Restitutio ad integrum geben. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall Schäden in Kauf nehmen können. Das heißt, das können wir von vornherein wissen. Das Zweite ist quasi als kleiner Trick nochmal, wenn ich in einer Situation bin, wo ich das Gefühl habe, komplett überfahren, überfordert oder so zu sein, nehmen wir bei uns im Team zum Beispiel eine sogenannte 4-Sekunden-Regel. Das heißt, das ist so eingebrannt und wir haben auch so einen kleinen Notfallzettel, den wir quasi, je nachdem wie wir drauf sind und wie erfahren wir schon sind, wie in der Hosentasche haben, das ist quasi ein Papier-Notfallkoffer, wo so die wichtigsten Dinge als Affirmation nochmal draufstehen. Dazu gehört diese 4-Sekunden-Regel und die bedeutet im Prinzip einmal einatmen, ausatmen. Innerhalb von 4 Sekunden. Das reicht in der Regel schon, um einen so ein bisschen zu resetten, um dann, wie du gesagt hast, eine möglichst rationale Entscheidung, wenn es denn möglich ist, überhaupt zu treffen. Und da hilft es dann auch nicht, 10 Minuten nachzudenken oder eine halbe Stunde, sondern die 4 Sekunden, genau. Das ist eine schöne Benchmark, da kann man immer noch wegrennen und sich in Sicherheit bringen, aber die hilft, einen einmal ganz kurz zu resetten, den Verstand zurück einzuschalten, um dann eine Entscheidung zu treffen. Super Schlusswort, lieber Martin. Vielen Dank für deine coole Frage und die coole Diskussion. Wir hören uns in der Folge 85 wieder und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hoffe ich, dass diese Folge gefallen hat. Und wenn sie Ihnen gefallen hat, ja, seid selber mal Gast, schreibt an henrizi@opti-hc.de und hinterlasst doch bitte einen kleinen Kommentar, das hilft beim Algorithmus. Bis denn, ciao, ciao. Vielen Dank, ciao. Schau auch gerne mal rein oder hör rein in den Podcast Küste und Kiez von Christian Henrizi. Aber natürlich freue ich mich, wenn du mir weiter treu bleibst hier beim Lean Orthodontic Podcast, dem Kieferorthopädie Podcast Nummer 1 und am besten auch einfach mal wieder einen Daumen hoch hinterlässt, einfach einen Kommentar auch mal schreibst oder auch dich bei mir persönlich meldest, wenn du ein bestimmtes Wunschthema hast, Fragen hast oder du vielleicht irgendwas nicht so ganz gut fandest, wo du sagst, Mensch, kann man das nicht nochmal ein bisschen genauer anschauen oder ein bisschen vertiefen oder ich habe da vielleicht auch eine ganz andere Meinung oder so, melde dich doch einfach, sag Bescheid.